damit kommen wir zu meinen Januarplänen. Ich habe im Dezember 4 feine Bücher gelesen, aber ansonsten ist das unser neues Wohnzimmer. Heute ist der 1.1. und ich glaube, ihr wisst, was das bedeutet. Und zwar bedeutet das nicht nur Januar-Reset, sondern ultimativer Jahres-Reset. Ich habe schon gefrühstückt, ein bisschen was in der Küche gemacht, aber stehen noch To-Dos an. Und als allererstes muss ich mich clean machen und clean fühlen, weil das hier ist nicht die 2024-Energy, die wir haben wollen. Deswegen geht es jetzt ab ins Badezimmer. Wo ich meine To-Dos abgehakt habe für den Tag. Ich habe auch noch das Katzenklo gemacht und den Boden im Badezimmer sauber gemacht. Jetzt geht es final über in Schritt Nummer 2 und zwar duschen, mich anziehen, mich fresh machen und mich fresh fühlen, Haare waschen, pipapo, you know the deal. Ich bin stolz auf mich, dass ich jetzt meine To-Dos so durchgeballert habe. Es ging schneller als erwartet. Und danach, nach meinem Fertigmachen, kommt der beste Schritt und zwar den Monat planen. Also stay tuned für Plan With Me für den Januar. Mittlerweile ist es schon wieder dunkel, aber ich fühle mich fresh und ich fühle mich resettet und die Wohnung ist auch clean, zumindest zum größten Teil. Jetzt fühle ich mich auch ready, mal hier mich vor die Kamera zu setzen und wirklich mit euch zu sprechen. Das neue Jahr hat gestartet und in meinem letzten Video, wo ich mein Bullet Journal schon vorgestellt habe für dieses Jahr, habe ich auch ein bisschen über meine Bucketlist für dieses Jahr gesprochen. Es ist Zeit, auch wieder zurück zur Routine zu finden und meinen Plänen auch nachzugehen. Ich bin ehrlich, ich fühle mich noch gar nicht bereit und das ist auch okay. Nur weil jetzt ein gewisses Datum auf dem Kalender steht und jetzt das neue Jahr begonnen hat, heißt es nicht, dass wir alle magisch irgendwie neue Menschen sind. Ganz im Gegenteil, wir sind immer noch die gleichen Personen und wir müssen auch Rücksicht mit uns haben. Auch verstehen, dass Änderungen nicht von heute auf morgen passiert, wie man immer so schön denkt, sondern das ein Prozess ist. Und ich fühle mich gerade noch nicht bereit für ein neues Jahr. Ich fühle mich noch nicht bereit, wieder zurück in die Routine zu gehen. Ich habe jetzt 3 Wochen lang nicht gearbeitet und morgen geht es wieder los. Aber ich werde es schaffen. Ich weiß, dass ich mich gerade nicht bereit fühle, aber ich werde es schaffen und werde ein bisschen mehr Geduld mit mir haben. Also ich habe mir für dieses Jahr auch natürlich nicht nur meine Bucketlist vorgenommen. Also meine Bucketlist ist ja sehr oberflächliche Ziele, aber ich möchte auch in diesem Jahr mehr mindful sein, mehr achtsam sein, auf mich aufpassen, für mich selber einstehen. Und ich lerne aber so viel dazu. Ich lerne auch immer wieder dazu, dass bestimmte Situationen kein Weltuntergang sind, auch wenn es sich immer so für mich anfühlt und ich immer denke, die Welt geht unter und es passieren ganz schlimme Sachen, aber im Endeffekt passieren gar nicht so viele schlimme Sachen und ganz viel davon ist einfach in meinem Kopf. Und deswegen versuche ich mich auf heute zu konzentrieren, auf die positiven Sachen zu konzentrieren und denke jetzt noch nicht daran, dass ich morgen wieder zur Arbeit gehe, sondern entspannt
entspanne heute noch, nehme mir noch die Zeit für mich und vor allem auch für mein Bullet Journal. Wie ihr wisst, ist der erste immer mein Monatsreset und natürlich resette ich jetzt nicht nur den Monat, sondern auch das Jahr, aber eben auch den Monat. Was ich jetzt noch vorhabe, was noch fehlt, ist zum einen meine Monthly Highlights ausfüllen von Dezember und dann eben auch meine January Plans aufzuschreiben für diesen Monat. Und das machen wir jetzt wie immer gemeinsam und ich freue mich sehr darüber. Let's begin. Ich bin hier mit beiden meiner Katzen im Bett. Die beiden sind so süß. Dann beginnen wir mal zuerst mit den Dezember-Highlights. Ich war Anfang des Monats in Köln meine Familie besuchen und in Bochum. Also ich war in NRW meine Familie besuchen und es war sehr schön diesmal tatsächlich. Ich habe mir auch vorgenommen, dass ich regelmäßig meine Familie besuchen gehe dieses Jahr. Was regelmäßig bedeutet, ist natürlich jetzt nicht festgelegt, aber zumindest für die wichtigen Ereignisse wie Geburtstage möchte ich auf jeden Fall hinfahren. Oh, wir hatten eine Adventfeier in Bochum. Das war so süß. Das war einfach so eine Nachbarschaft-Adventfeier am ersten Advent. Es war legit so süß. Ich habe das noch nie gehabt, dass so Lagerfeuer war. Meine Nichte hatte ihren eigenen Crepe-Stand. Also es war wirklich ultra sweet. Das war ein absolutes Highlight für mich. Oh, und ich durfte eine Tour durch die RTL-Gebäude machen in Köln. Das war auch sehr cool. Alter, wir haben einen neuen TV. Oh, ich muss euch noch ein ganzes Wohnungsupdate geben. Irgendwann im Laufe dieses Videos kommt noch das Wohnungsupdate. Aber wir haben einen neuen TV, ein neues Sofa. Wir haben alles neu und unsere Wohnung ist ultra cozy mittlerweile. Wirklich. Ich habe sehr viel Vampire Diaries und Game of Thrones diesen Monat gewatcht. Gebinge-watcht habe ich das, wirklich. Und tatsächlich habe ich auch sehr viel Skyrim gespielt in den letzten Wochen. War auch sehr geil. Dann gab es eine kleine Weihnachtsfeier bei einer Freundin von mir. Das war ultra süß. Wir haben nämlich so Lebkuchenhäuser gebaut und haben am Ende so eine Village draus gebaut. Und es war einfach richtig cool. Ich hatte meinen allerersten Pole-Auftritt. Alter, ich glaube, das war das Beste diesen Monat, wirklich. Das allerbeste. Es war sogar ein Highlight von meinem Jahr, würde ich sagen, auf jeden Fall. Das war so geil. Ich hatte ein sehr schönes Heiligabend tatsächlich. Wir waren in der Kirche, wir haben zu zweit gegessen und gekocht. Ja, das war sehr schön und sehr angenehm tatsächlich. Und natürlich habe ich ultra schöne Geschenke auch bekommen dieses Jahr. Dafür bin ich auch sehr dankbar und das waren auch sehr viele Highlights. Und somit ist das Jahr 2023 offiziell abgeschlossen und das Bullet Journal ist fertig von vorne bis hinten und kann in den Schrank verpackt werden. Ist das nicht toll? Es fühlt sich irgendwie immer toll an, sowas zu beenden. Und damit kommen wir zu meinen Januarplänen. Ich habe mir noch gar nicht so viele Gedanken gemacht, was ich mir für den Januar jetzt vornehme, plane, was meine Bucketlist sein soll. Aber dafür machen wir das ja jetzt hier und setzen uns dafür hier hin. Es stehen tatsächlich schon zwei Sachen an. Und zwar kommt einmal ein Freund zu Besuch ab morgen. Ich werde zwar wieder arbeiten und versuchen, in meine Routine zurückzukommen, aber er wird da sein. Und Ende des Monats fahre ich wieder nach Köln. Ja, weini, 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 weini. Und ansonsten steht halt das Übliche an. Arbeiten. As usual möchte ich ein Video die Woche hochladen. Ein YouTube-Video die Woche. Dann möchte ich auf jeden Fall mit meinen beiden Katzen zu einem jährlichen Tierarzt-Check-up gehen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mir jetzt für den Januar vornehme. Millie ist gerade in mein Etui gefallen. Jährlicher Tierarzt-Check-up mit den Katzen. Dann möchte ich dreimal die Woche was für Pole Dance machen. Also ich gehe ja sowieso in einen Kurs die Woche, aber ich möchte gerne noch hier zu Hause auch noch zweimal was machen. Und sei es nur Conditioning, also sei es nur Kraft aufbauen. Aber ich merke, dass ich, was mein Pole Dance Können, was meine Skills anbelangt, dass ich eine sehr schwankende Kurve habe. So schwankt, weil ich immer wieder wenig mache und dadurch auch wieder Kraft verliere und Angst wieder aufbaut und so weiter und so fort. Das würde ich gern vermeiden und deswegen möchte ich das jetzt wieder regelmäßig machen und deswegen schreibe ich mir auf, dreimal die Woche Pole Dance. Ich möchte 4 Bücher lesen, damit ich auf mein Ziel komme, 50 Bücher gelesen zu haben am Ende des Jahres. Und ansonsten, ich glaube, mehr nehme ich mir gar nicht vor und ich versuche einfach, was ich sowieso vorhabe, ist einfach zurück in meine Routinen zu kommen, meine Habits mir wieder anzuverlangen. Es sollte nicht so schwer sein, weil ich eigentlich immer sehr schnell wieder zurück in Habits komme und in Routinen wieder schnell reinkomme. Sorry übrigens für die Geräusche im Hintergrund, Medi knabbert gerade einen Karton an. Deswegen, ich versuche ein bisschen nett zu mir zu sein, Geduld mit mir zu haben und deswegen schreibe ich einfach auf, zurück in meine Routinen kommen. Das ist so der Main-Fokus diesen Monat. Deswegen habe ich auch die Startseite des Januars so ein Vision Board, was sich rund um Routinen und so weiter und so fort handelt. Back to Routine ist das Motto. So, ich bin heute definitiv besser zurück in die Arbeit gestartet, als ich dachte. Ich war ja jetzt sehr lange weg und dachte, das wird jetzt richtig holprig und schlimm, wieder reinzustarten. Aber ist es gar nicht, was mich sehr freut und was auch schon wieder ein Learning für mich ist, mir weniger Sorgen zu machen und mich weniger zu stressen und einfach mal drin zu trusten.
Trust the process. Mein Motto für dieses Jahr, trust process. Und alles ist gut. Es macht auch Spaß, wieder zu arbeiten. Ich bin froh, wieder da zu sein. Der Tag geht jetzt sehr schnell rum, einfach weil sehr viel zu tun ist natürlich auch. Aber alles ganz entspannt und in meinem Tempo. Und das ist sehr gut. Wie versprochen, wollte ich jetzt noch ein kleines Wohnungsupdate geben. Und ich fange in meinem Zimmer an. Hier gibt es nicht viel Neues, aber eine coole Neuigkeit. Und zwar habe ich jetzt ein Bookcard. Hier oben habe ich alle meine ungelesenen Bücher. Also meinen TBR-Stapel quasi. Ich habe mir übrigens gerade Wildfire gekauft. Der Nachfolger von Icebreaker. Und ich habe schon wieder alles zum Annotieren vorbereitet. Ich habe richtig Bock, dieses Buch zu lesen. Ja, und noch die anderen Bücher, die ich alle noch so seit einer Weile schon habe. Und hier habe ich auch meine Booktabs, mein Kindle. Das sind angefangene Bücher, die ich noch weiterlesen muss. Upsi. Und hier unten habe ich dann auch noch mein iPad und Journal. Und ich liebe dieses Ding sehr, wirklich. Ich finde es so cool. Und es ist natürlich rosa, wer hätte es gedacht. In meinem letzten Monatsreset habe ich auch über die Bücher geredet, die ich im vorherigen Monat gelesen habe, plus welche Bücher ich lesen möchte. Und ich fand das cool, ich fand es nice, das so in diesen Monatsreset mit einzubauen. Und deswegen mache ich das wieder. Ich habe im Dezember 4 feine Bücher gelesen. Also wirklich, die waren sehr gut. Ich glaube, ich habe viele davon auch gut bewertet. Nevermind, sie waren okay. Ich habe ein 5-Star-Read gehabt und ansonsten 2 3-Sterne und ein 2-Sterne-Buch gelesen. Aber ich habe sie trotzdem enjoyed. Also auch die 3-Sterne-Bücher waren absolut enjoyable Reads, aber jetzt nicht so Sachen, wo ich regelmäßig dran denke oder die ich überkrass fand. Fange ich einfach mal an beim ersten Buch, was ich gelesen habe. Und das war Good Girl, Bad Blood. Das war das zweite Buch in der Good Girl's Guide to Murder Buchreihe. Und dem Buch habe ich 3 Sterne gegeben. Das liegt einfach daran, dass ich viele Sachen diesmal predictable fand. Also im ersten Teil gar nicht. Ich fand es so spannend. Ich habe ja auch 200 Seiten am Stück gelesen bei diesem Buch. Und hier fand ich einfach viele Sachen predictable. Und es hat mich einfach nicht so gecatcht. Ich weiß auch gar nicht mehr so genau, worum es ging. Ich kann es mir gar nicht richtig dran erinnern. Doch, ich weiß noch. Also es geht halt um die in Good Girl's Guide to Murder diesen Fall aufgelöst hat, diesen Mordfall. Es verschwindet jemand in der Stadt, wo sie lebt und sie versucht es halt zu lösen und gerät wieder in Gefahr und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, manche davon waren einfach zu predictable. Es war okay. Es waren 3 Sterne. Ich habe es enjoyed. Ich freue mich auch auf den 3. Teil und ich möchte auch mehr von Holly Jackson noch lesen. Sie hat noch dieses, oh Gott, wie heißt es denn? 5 Survive, glaube ich. Das möchte ich auch noch unbedingt lesen. Kann ich empfehlen. Ich mag einfach Murder Mystery. Aber es muss noch ein bisschen mehr Mystery drin sein, weil, wie gesagt, war mir zu vorhersehbar. Vielleicht bin ich auch einfach zu klug. Nein, Spaß bin ich nicht. Dann habe ich ein Buch gelesen und ich weiß gar nicht, das ist auf jeden Fall mit eins meiner absoluten Favoriten von 2023 gewesen. Und zwar ist das The 7-Year Slip. Und dieses Buch, Leute, es war so schön. Es war teilweise traurig, es war aber teilweise auch richtig süß. Dieser männliche Hauptcharakter hier drin, ich habe mich in ihn verliebt. Mit jedem Satz, den er gesprochen hat, habe ich mich mehr in ihn verliebt. Es geht um ein Mädchen, um eine Frau in New York, die in einem magischen Apartment lebt. Es ist jetzt aber nicht so wirklich Magie-Fantasy, sondern es ist wirklich einfach nur so ein magischer Aspekt in dieser Welt, der aber ansonsten wirklich, ist jetzt nicht irgendwie so, dass man irgendwie denkt, das passt nicht rein oder es ist weird, das ist einfach süß. Ja, dieser Fakt ist einfach süß und zwar ist das Apartment in der Hinsicht magisch, dass es manchmal so einen Zeitslip halt eben hat und sie betritt die Wohnung, ist aber 7 Jahre in der Vergangenheit und lernt eben 7 Jahre in der Vergangenheit einen Mann kennen. Und diese Beziehung von den beiden, wirklich, es ist so süß. Er hat so einen süßen Spitznamen für sie. Es ist einfach wirklich ein Traum. Ich habe das Buch auch getappt. Das hat so Spaß gemacht, wirklich. Ich liebe es, Bücher zu tappen. Ich habe das Gefühl, ein Buch normal zu lesen, ist das was anderes, als wenn man ein Buch tappt. Das sind so 2 verschiedene Aktivitäten, wisst ihr. Das kann ich nur empfehlen. War ein tolles Buch, wirklich. 5 Sterne. Dann habe ich ein Buch gelesen. Ich wollte es schon ewig lesen, ja. Ich wollte es schon ewig lesen, aber kam nie dazu. Oder beziehungsweise hatte das Buch einfach nicht. Und zwar ist es Icebreaker. Und auch Icebreaker habe ich getappt, weil ich war im Tappfieber, ja. Und ich liebe es, Tabs in der Farbe vom Cover zu finden. Ne? Es hat definitiv Spaß gemacht, das zu lesen. Also ich habe es wirklich auch richtig gerne gelesen. Es sind aber trotzdem nur 3 Sterne. Erstens, es sind schon wirklich zu viele Spicy-Szenen hier drin. Ja, ich bin ja ein Enjoyer von Spicy-Szenen. Es ist ja nicht so, als ob ich das nicht mögen würde. Aber es waren einfach zu viele. Also ich glaube, es waren wirklich über 10. Und das Ende war ein bisschen weird. Und ja, aber ich mochte die Charaktere. Ich mochte die ganzen Hockey-Player. Und ich bin auch richtig froh, weil es ist ja ein Companion-Novel. Das heißt, das ist nicht das einzige Buch, was draußen ist, sondern es gibt auch noch weitere Bücher in dieser Welt mit den gleichen Charakteren. Und ich mochte die Charaktere sehr. Ich mochte, welche Themen behandelt worden sind außerhalb von Romance. Ich kann es eigentlich echt nur empfehlen, aber ihr müsst euch darauf einstellen, dass es sehr, 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 sehr spicy ist. Also, aber ich glaube, das weiß mittlerweile jeder, der von Hannah Grace mal gehört hat. Und danach, das letzte Buch, was ich im Dezember gelesen habe, ist Court of Frost and Starlight in der Agatha-Reihe, die Novelle. Und es war ganz süß. Ich habe es mir extra aufgehoben für die Weihnachtszeit, weil ich wusste, dass Solstice gefeiert wird in diesem Buch. Also quasi Weihnachten gefeiert wird. Ich
es war sehr, sehr gut, dass ich es aufgehoben habe, weil ich fand das Buch langweilig. Ich fand das Buch sehr, sehr langweilig. Es ist halt nichts passiert und es war alles happy, happy, happy und Weihnachten wird gefeiert. Aber es ist okay. Es ist okay, weil ich es an Weihnachten gelesen habe, aber es kriegt trotzdem nur 2 Sterne, weil ich es langweilig fand. Und nicht wirklich nötig, aber es ist halt ein Fanservice-Buch und dafür war es halt okay. Also ich habe es auch ein bisschen enjoyed, aber jetzt nicht so sehr. Das waren die Bücher, die ich im Dezember gelesen habe und kommen wir jetzt zu einer kleinen Vorausschau, was im Januar gelesen wird. Zum einen habe ich gerade schon ein Buch angefangen und zwar ist das King of Greed. Das ist der 3. Teil in der Companion-Reihe von Kings of Sin, also King of Wrath und King of Fright. Habe ich schon gelesen und King of Greed ist der 3. Teil. Und bei Gott, Leute, ich bin erst auf Seite 166, aber ich liebe diese Story. Es geht in diesem Buch halt eben um ein Paar, welches schon seit 10 Jahren verheiratet ist und sich trennen möchte, weil sie unglücklich ist, weil der Mann halt nur arbeitet, gar nicht mehr für sie da ist, sich nicht um sie kümmert, etc. pp. Und ich finde es halt so nice, das zu lesen. Es macht so viel Spaß. Es ist so gut geschrieben. Ich liebe diese Bücher, wirklich. Ich liebe die Kings of Sin-Reihe und ich habe noch nicht mal die Twisted-Reihe gelesen von Anna Huang, ja. Das wird auch noch ausstehen. Das wird auch noch ausstehen und ich freue mich drauf. Ich freue mich einfach drauf, ja. Auf jeden Fall King of Greed lese ich gerade auf meinem Kindle, ist auch bei Kindle Unlimited. Dann habe ich mir, weil ich habe Icebreaker tatsächlich enjoyed, ja, auch wenn ich ihm nur 3 Sterne gegeben habe, ich habe es enjoyed und ich habe mir direkt Wildfire gekauft, das 2. Buch aus der Companion-Reihe. Ich habe mir auch, Leute, ich habe mir so neue Stifte gekauft, ja, von Legami. Das ist so ein kleiner Hase und der schreibt Lila. Auch hier geht es um einen der Hockeyspieler aus Icebreaker. Ich glaube, es ist ein Hockeyspieler. Aber es ist eher so Camp-focused. Also es ist nicht Eiskunstler auf Hockey, sondern es ist Camp-focused. Sie sind in irgendeinem Camp. Das ist alles, was ich weiß. Und sie hatten irgendwie einen One-Night-Stand und kannten sich nicht. Und dann sind sie beide in diesem Camp als Aufpasser oder sowas. Irgendwie so. Ich habe auch hier schon meine Tabs vorbereitet. Passend zum Cover wieder. Und ich freue mich sehr. Ich denke, das werde ich auch sehr bald lesen. Einfach weil es steht hier. Es sieht süß aus. Und ich habe Bock, das zu lesen. Und dann, worauf ich auch im Januar hinblicke, beziehungsweise ich denke, was ich lesen werde, ist A Court of Silver Flames. Und Leute, ich habe ein bisschen Angst. Jetzt, wo ich dieses Buch so in der Hand halte, ist es verdammt dick. Also es ist wirklich fucking dick. Es sind 750 Seiten. Das ist ein Brecher. Aber das möchte ich auch gerne im Januar wenigstens anfangen. Ich weiß nicht, ob ich das im Januar durchlesen werde, weil es halt wirklich ein sehr langes Buch ist und ich überhaupt nicht weiß, was sonst noch auf mich zukommt, was ich lesen möchte. Und ich glaube, das waren erstmal die Bücher, die ich mir fest vorgenommen habe. Es werden natürlich noch hier und da weitere kommen. Also ich will mir jetzt einfach nicht 20 Bücher vornehmen, wenn ich weiß, dass ich nicht 20 Bücher lesen kann in einem Monat. Und ich finde, die 3 Bücher sind jetzt erstmal ein realistischer Ansatz. Auch wenn ich mir vorgenommen habe, 4 Bücher zu lesen. Aber ich weiß auch nicht, was das 4. sein wird. Okay, Leute, ich habe euch noch ein Wohnungsupdate versprochen. Es hat sich nämlich hier sehr, sehr, sehr viel getan. Wir haben sehr viele neue Möbel und so weiter und so fort. I will show you. Ich bin gerade in der Küche. Die Küche kennt ihr schon. Die Küche ist sehr süß. Aber was ihr noch nicht kennt, ist unser neuer Küchentisch. Wir haben nämlich einen Echtholz-Küchentisch jetzt hier. Einen hellen Esstisch. Den wollte ich schon die ganze Zeit, also ich wollte schon die ganze Zeit einen hellen Esstisch haben. Weil ich finde, dass schwarze Möbel sehr die Stimmung runterziehen oder generell das Gesamtbild runterziehen von der Wohnung. Deswegen wollte ich die ganze Zeit einen hellen Esstisch und jetzt habe ich einen. Die Stühle sind noch die Alten. Die passen nicht so ganz dazu, aber ich weiß auch nicht, was ich sonst will. Deswegen warten wir das erstmal ab. Wir haben ja auch ganz süße Deko drauf. Wir haben ja noch ein Neujahrsglücksklee drauf. Ganz wichtig. Und Kerzenhalterung, so ein Tablett. Das habe ich nämlich mal gesehen, dass wenn du ganz viele Sachen hast und die auf ein Tablett tust, dann hast du nur noch eine Sache, die rumsteht. Macht Sinn, oder? Ja, und Blumen. Und ich glaube, die Küche sieht auch ein bisschen anders aus. Also ich meine, hier ist noch ein bisschen Weihnachtsdeko, aber hier hängt jetzt auch so ein Bild. Das hat meine Mama gemalt. Ja, super random, aber wir haben so neue Töpfe und Pfannen und die sind super geil. Die sind nicht nur schön, sondern die haben auch so einen richtig praktischen Henkel, den man so dran klippen kann und dann wieder abmachen kann. Super praktisch. Ja, das war auf jeden Fall das Update der Küche. Und jetzt kommt das richtig geile Update. Und zwar unser Wohnzimmer. Wir haben hier nämlich richtig viele neue Sachen. Ich fange einfach mal direkt hier an. Und zwar haben wir eine neue Gardinenstange und neue Gardinen. Das sind dunkelgrüne Gardinen und so durchsichtige Gardinen, also eine doppelte Stange. Und mein absolutes Highlight ist natürlich das Sofa. Guckt es euch an. Das ist mein neues Sofa. Es ist ultra cozy. Ich lieb's. Es ist groß. Hier passen viele Menschen drauf. Das war mir super wichtig. Wenn die Katzen dran kratzen, sieht man es nicht unbedingt. Also ich kann es halt nicht vermeiden, dass sie da dran kratzen, deswegen. Aber das hat so eine Struktur, dass man sowieso nicht sieht, wenn die dran kratzen. Deswegen ist das ganz okay. Ja, hier liege ich immer mit meiner Decke und das Gegenstück zum Sofa. Wir haben einen neuen Fernseher. Hier wird gerade fleißig Hogwarts Legacy gespielt. Und wir haben auch einen neuen TV-Stand. Und die Pflanze hier ist auch neu tatsächlich. Die haben wir geerbt. Und ich finde, das ganze Gesamtbild ist jetzt so viel
schöner. Hier fehlt noch ein Regal. Aber ansonsten ist das unser neues Wohnzimmer und es gefällt mir so gut, wirklich. Ich fühle mich hier so wohl. Ich bin so gerne hier. Und die kleine Millie auch. Gucci, Gucci, Gucci. Kleine Mausi. Und das Klavier steht jetzt hier zwischen Sofa und Fernseher. Und hier liegt gerade tatsächlich noch unser Pokémon-Puzzle, was wir über Weihnachten gemacht haben. Es hat so viel Spaß gemacht, dieses Puzzle zu machen. Also Real Talk. Mein Lieblings-Pokémon ist ja Aquana. Guck mal, wie süß. Hier hockt Evoli. Was ist euer Lieblings-Pokémon von diesen hier? Ich liebe sie alle. Aber ich liebe Aquana und alle Evoli-Formen am allermeisten. And that was it mit dem Wohnungsupdate.